Der Herbst ist voll im Gange, Leute. Draußen regnet es. Es ist wieder schlechtes Wetter hier in Deutschland. Und heute gibt es von mir Outfit-Inspiration für euch. Und zwar 5 verschiedene Outfits für den Herbst. Von schick bis ganz sportlich. Wie immer habe ich euch selbstverständlich alle Looks unten in der Infobox verlinkt. Also falls euch irgendwelche Teile aus dem Video gefallen, schaut unten vorbei. Und jetzt starten wir direkt mit Outfit Nummer 1. Und das ist ein All-Black-Look. Und für mich darf ein All-Black-Look, egal zu welcher Jahreszeit, einfach nicht fehlen. Der All-Black-Look, den ich jetzt hier ausgewählt habe, ist ein sehr, sehr schicker All-Black-Look. Den würde ich zum Beispiel anziehen, wenn ich in einer Bar verabredet bin oder auch zu einem Business-Meeting. Starten wir unten mit den Loafern. Wir haben hier schwarze Loafer mit einer etwas höheren Absatzsohle und dann auch noch einen goldenen Detail drauf. Dann trage ich hier eine Anzugshose, einen Turtleneck, ein passendes Jackett zu der Anzugshose dazu und noch ein kleines Detail, und zwar ein Einstecktuch aus Seide, was auch wieder goldene Akzente hat. Und wenn man sich den kompletten Look nochmal anschaut, ja, dann sieht man A, die goldenen Akzente unten in den Loafern und B, dann nochmal beim Einstecktuch, und das rundet das Outfit hier an dieser Stelle ab. Da sieht man mal wieder, was so ein Detail ausmachen kann. Ein kleiner Pro-Tipp am Rande: Wenn ihr All-Black-Outfits stylt, dann achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr verschiedene Pieces mit unterschiedlichen Texturen auswählt, um einfach so ein bisschen Tiefe in das Outfit reinzubekommen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, checkt das auf jeden Fall mal aus. Weiter geht's mit Outfit Nummer 2, und zwar ein All-Day-Everyday-Look. Hier habe ich mich als Base für eine schwarze Jeans im Karottenfit entschieden. Und ich trage hier noch einen grauen Pullover, der wirklich mega oversized geschnitten ist und dann auch an der Seite noch so ein kleines Detail hat. Darunter trage ich dann ein weißes Hemd. Und wenn man dann an der Seite so schräg reinschaut, dann sieht man auch, dass man das weiße Hemd unter dem Pullover sehen kann. Sehr gemütlich, sehr entspannt, gleichzeitig auch warm genug für den deutschen Herbst. Und als Highlight-Piece habe ich hier dann jetzt nochmal einfach mich für New Balance Sneaker entschieden, die unmenschlich bequem sind und gleichzeitig auch sehr, sehr cool aussehen. Weiter geht's mit dem nächsten Outfit, und zwar ist das ein Outfit, was man perfekt zu einem Kaffee-Date anziehen kann oder auch bei einem guten Herbstwetter, wenn man einfach mal ganz entspannt durch die Stadt bummeln will. Starten wir unten an den Füßen. Hier habe ich mich für High-Top-Wildleder-Vans entschieden, einfach um so ein bisschen Wertigkeit ins Outfit reinzubringen, gerade auch an den Füßen. An dieser Stelle trage ich hier eine Stoffhose, die allerdings vom Material her ein bisschen dicker ist, was für den Herbst natürlich auch sehr gut ist. Und da drauf passend in Khaki einmal ein Langarm-Polo-Shirt und noch eine Jacke dazu. Wenn man sich das Outfit all in all so anschaut, ist das wirklich ein frischer, locker lässiger Look für so einen schönen, halbwegs sonnigen Herbsttag. Weiter geht's mit dem lässigsten Look aus dem Video, und zwar ein Lazy Sunday Look. Perfekt, wenn es zum Beispiel im Herbst einfach einen ganzen Tag regnet und man einfach nur auf der Couch chillen möchte. Und man ist gleichzeitig auch bereit, einfach schnell rauszugehen, wenn man zum Beispiel mal eine kleine Gassi-Runde gehen möchte. Starten wir wieder unten bei den Schuhen. Ich trage hier lässige Puma-Sneaker mit einem kleinen, coolen Detail an der Ferse. Denn wenn man sich den Jogginganzug anschaut, den ich hier trage, in der Farbe Mint, das Detail in der Farbe Mint findet sich nämlich an den Sneakern wieder. Darüber dann noch eine sportlich lässige Jacke, und Leute, was soll ich sagen, einfach ein richtig chilliger, lässiger Look für den Herbst. Und ja, man kann auch mal bei Jogginganzügen eine andere Farbe wählen als schwarz oder grau. Wie man hier sehen kann, Mint sieht auch sehr nice aus. Weiter geht's mit dem Düsseldorf-Look. Ein Look, ja, den man wahrscheinlich ganz oft in Düsseldorf an der Kö sieht, wenn Leute irgendwelche Cappuccinos schlürfen oder vielleicht auch auf einer Yacht noch ein bisschen von A nach B schippern und das gute Wetter noch genießen im Herbst. Ein Look sportlich, elegant, extrem würde ich ihn jetzt mal nennen. Ich trage unten beige-weiße Loafer, sind super bequem, habe ich mir übrigens bei Zara geholt. Dann eine sehr leichte Stoffhose, kommt von Suit Supply by the way. Und darüber dann ein gestreiftes Hemd, einen beigefarbenen Strickpulli und darüber wieder fast in identischen Farbe noch eine passende Weste. Was cool ist an dem Look, was ich zumindest cool finde, ist, dass sich die Farben irgendwie überall so ein Stück weit wiederfinden. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall Herrenstyle par excellence. Willkommen in Düsseldorf. Und hier nochmal alle Outfits im Überblick. Und schreibt gerne in die Kommentare rein, welches Outfit ihr persönlich am liebsten anziehen würdet, welches Outfit gefällt euch da draußen am besten.
Falls du noch jemanden kennst, der gerade auf der Suche ist nach passenden Herbstlooks, dann teile lieben gerne das Video mit ihm. Wie gesagt, die ganzen Pieces habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Outfits im Herbst und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einfach ein bisschen Inspiration liefern konnte für eure Herbstoutfits.